Takt werden das und linear. Erster Versuch. Zweiter. Dritter. Ja, das muss man zeigen. Also, wie das wächst, direkt fünfter Takt. Und. Danke schön, wir wollen auffangen. Weitergehen die Oboen nicht. Denn wir leiden schon an Takte hier. Das ist Takt. Jetzt. Ja, durch die Verschiedenheit der Farbe kommt noch artikulierter, als wir es machen wollen. Noch einmal vom fünften Takt. Das war jetzt richtig sehr schön geführt, Werner. Und. Ich weiß nicht, ob er das so komisch haben will auf dem Triller, Peter, da. Ja, wenn es, ja, grotesk, ich weiß nicht, es scheint mir, auch da kann man ein bisschen Musik machen, Auflösung einer Oktave, das andere, wer weiß, was da geglaubt wird. Direkt drei, vier Takte vor zwei habe ich das, ja, bitte. Darf nicht so flissend und so etwas oberflächlich. Und aufpassen, Björn, das. So liegen die Verhältnisse intervallmäßig direkt ein Takt vor zwei. Ja? Und. Ja, ja. Das klingt so nach Tuborg, ja? Ja, nochmal. Bitte. Weniger Christian im Fagott, sonst ist es wahnsinnig komisch für die Klarinette. Eins und zwei und. Jawohl, aber viel, viel mehr Spaß dran, Bastian. Mehr tanzen. Ja, bam, 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 ja, bam, tick, porino, ja, bam, 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 bam. Spaß dran. So, ja, richtig. Schuhe mit schweren Haken anziehen, ja? Direkt. Das ist noch nicht in Ordnung. Auf drei liegt jedes Mal. Zwei Takte gebraucht. Ja, direkt der Tanz. Zwei. Und. Spaß geht etwas durch die Finger, wir halten es nicht. Spaß dran, auf der einen Seite anregen zur Bewegung, auf der anderen Seite halten. Nicht fließen lassen. Ja, nochmal. Können wir noch, Björn? Ja, ja. Haben Sie noch ein paar Noten drauf? Eins, zwei. Klick, klick, klick. Richtig, aber ich denke mir, dass die 2 ist an sich, wo der herunter moduliert. Auf die 2. Zweiter Takt ist weniger. Wir haben viel mehr drauf. Einmal die Begleitung nur. Also, schauen Sie. Und.
Jawohl, so ist es. So ist es. So ist die Artikulation. So artikuliert muss gespielt werden. Also, direkt. Ja, noch einmal. Noch Geht. Eins. Noch eins und dann ist Schluss. Ja. Zwei. Und. Jetzt! Das ist sehr wichtig. Ja, sehr linear. Drei habe ich drauf, ja? Und möglicherweise. Das ist sehr schwer. Eins und zwei und. Das will er. Das ist so. Schluss ist es, ja. Noch einmal die vorderste Stelle. Eins und zwei und. Ja, danke, danke, jawohl, in Ordnung. Auch hier. Die Tendenz ist dasselbe, aber das ist nicht genug im Kontrast hier. Das ist direkt humoristisch gesagt, ja. Direkt neun oder was, fünf. Das ist so viel Licht hier. Also, fünf ist es wohl. Viel weniger. Sehr elastisch im Kontrast. Nicht hängen bleiben an dem am Björn. Nochmal. Fünf. Sehr gut, zweitaktige Perioden wunderbar, aber keine Linie gehabt, sondern. So ist das, ja? Trotz zweitaktige Periode ist eine auskomponierte Oktave von. Ja, direkt gestellt. Also, und. Und. Alle zusammen, alle zusammen. Der fünfte nach fem. Ja, danke, danke. Nochmal von fünf, ja, richtig, das haben wir schon, ja, alle. Er ist ein Grafiker, nämlich, wie heißt das, projektive Geometrie. Er will genau wissen, wie das ausschaut, diese Funktion. Wie machen Sie mal da eine auskomponierte Oktave? Eine Oktave, aus der man alles herausgenommen hat, so wie beim Huhn, alles weg. Ja. Wenn Sie was gefunden haben, müssen Sie uns zeigen. Wir wollen sehen, wie das aussieht, eine auskomponierte Oktave. So, fünf. Ja,
verstanden habe? Nee, ich habe nicht verstanden. Und jetzt? Kann eine halbe Stunde gehen. Das letzte C ist das wichtige. Sehr wichtig. Nochmal, das ist 6 wahrscheinlich, ja? Ja. Fagott allein und Horn. Björn, Sie sind viel zu stark für, das Fagott, für den Fagott. Also 6 allein und Horn und Fagott. Ja. Dann mehr artikulieren, so wie Peter. Oh, oh, artikulieren, zu zweit. Und. Dankeschön. Jetzt nur Werner und Sören alleine. Wir bringen bis zum dritten Takt. Tididim, pididim, parabam, pararam, pera. Wieder. Ja. Da ist ein. Ja, dieses Diminuendo ist natürlich zu früh. Ja. Da. Erstmal muss man zusammen. Clashen, zusammen, stoßen, zu wham und dann auflösen. Man kann nicht auflösen, wenn man nicht zusammen gestoßen hat. Also, direkt noch einmal. Klarinette und Flöte nur. Tim pararam piririm. Jawohl, alle zusammen. Vom 6. Alle zusammen. Jetzt ist es harmonisiert zwischen Horn und Fagott, aber alle beide zu stark, funktionell für die Möglichkeiten der Flöte und der Klarinette. Noch einmal. Ja, Tira. 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 So ist das. De, vielleicht der 5. nach 6. Ja. Und. Fünfte haben wir gesagt, nicht? Wir haben gesagt, er hat 6. gespielt. Nochmal. Fünfe, nicht geführt, wenn er noch bewusst geführt. Tididim, parabim, parapiriririram, parabim. Hinführen, auch die Imitation der Klarinette, genauso hingeführt wie die erste Flöte. Bitte. Und. Tiri rara pariri tara, nicht auf eins denken, sondern Auftakt. Tiri riri pararara pariri. Tiri riri pararara. Tiri rara rira. Nicht tiri riri tara auf die eins, wie es steht. Da stehen alle Artikulationen auf eins, aber die Musik, tiri riri, jeder Harmoniewechsel steht auf eins. So, sie artikulieren auf nach eins. Tiri rara riri. 7 habe ich. Thank you.
Ja, also das ist ziemlich anstrengend, ja. Wir lassen es also zum Schluss natürlich sehr brillant. Nicht vergessen, dass er sehr weht. Nachlassen. Jetzt, Höhepunkt. Na, und dann jetzt sehr leicht.